Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, heute melde ich mich nicht aus dem Bayerischen Landtag, heute spreche ich zu Ihnen aus unserem Bürgerbüro, denn auch den Bayerischen Landtag hat die Pandemie fest im Griff. Wir treffen uns von der Fraktion nur noch einmal in der Woche, am Mittwoch, dort in Präsenzsitzung. Den Rest erledigen wir per Videoschalte oder fernmündlich. Am Mittwoch dieser Woche war ein ganz großes Thema bei uns in der Fraktion die zu erwartende vollkommene Überschuldung der Eurozone. Wie ihr alle wisst, geistern seit Tagen Meldungen über Ausweitung der Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank. Gestern erst über das Schaffen eines europäischen Kurzarbeitergeldes. Es geistern Berichte über Corona-Bonds, ein hässliches, widerwärtiges Framing für Eurobonds. Das alles geistert jetzt durch die Gazetten. Und schlussendlich, egal welche Maßnahme von dieser EU kommt, um mehr Geld aufzunehmen, um mehr Geld an die Staaten weitergeben zu können, alles hat einen, der dafür haftet. Und das sind am Ende des Tages Sie. Wir dürfen nie vergessen, dass die Vergemeinschaftung der Schulden seit Jahren, auch schon vor der Finanzkrise, ausgemachtes Ziel der Südländer in der EU war. Italien und Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, all die Länder können und wollen vermutlich nicht so wirtschaften, wie wir es gewohnt sind zu wirtschaften. Die sprichwörtliche deutsche Redlichkeit, die deutsche Sparsamkeit ist das, was unser deutschen Nationalstaat so stark gemacht hat, dass er in dieser schlimmen Krise jetzt von dem Speck auch zusetzen kann. Länder wie zum Beispiel Italien oder Spanien, die aus verschiedenen Gründen nicht bereit waren zu sparen, die immer auf einem Fuß gelebt haben, der unserem entsprechen sollte, aber nicht ihr eigener war. Diese Länder haben keinen Speck zum Zusetzen. Schlimm. Persönlich schlimm für die Menschen, die dort leben, aber auch diese Menschen müssen erkennen, dass die Schuld bei ihrer eigenen Regierung und bei den Wirtschaften derer liegt, die sie bisher regiert haben. Was tut unsere Bundeskanzlerin? Noch widersetzt sich die Kanzlerdarstellerin gegen sogenannte Euro-Bonds. Es gab die Woche ein Treffen des Europäischen Rates, in dem alle Präsidenten und die Kanzlerin vertreten sind. Die Stimmung dort, so hört man aus Teilnehmerkreisen, war äußerst aggressiv. Der Italiener Conte hat sich vehement für die Vergemeinschaftung der Schulden eingesetzt, war vehement für Eurobonds. Merkel, zusammen mit Kurz und den Niederländern, war auf recht verlorener Position. Und lassen Sie sich von den Formulierungen in den öffentlichen Medien nicht in die Irre leiten. Es ist ganz egal, ob jemand von Anleihekaufprogramm spricht, ob jemand von ESM-Rettungsschirm spricht, ob jemand von Eurobonds, von Corona-Bonds spricht. Am Schluss haftet immer das Land, was noch zusetzen kann. Und das sind wir. Diese Haftung, dieser Weg in die Europäische Schuldenunion. Der darf durch diese Krise hier nicht beschleunigt werden. Wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern, dass Europa eine Vergemeinschaftung dieser ganzen Schuldenberge erlebt. Das ist natürlich das Ziel der Länder, die wenig zuzusetzen haben. Zum großen, großen Schaden von uns, von unseren Ersparnissen und zum Schaden der Generation, die nach uns kommt und für diesen Blödsinn gerade stehen muss. Widersetzen wir uns gemeinsam. Wir als AfD-Fraktion, Sie als Bürger draußen auf der Straße.